So, versuchen wir weiter das Tor zu öffnen. Von dieser großen, großen Kathedrale oder was das da ist. Wir können doch noch nicht so ganz am Ende sein, wenn wir vom Repetitiergerät erst das erste Stück entdeckt haben von vier, dann geht das Tor doch noch länger, als ich zuerst gedacht habe. Wir müssen doch da irgendwie kommen. Die Frage ist nur, wo wir hochkommen. Da. Falsch, warte mal kurz, mal überlegen. Können wir das hier abschneiden? Nee. Schade. Okay. Da können wir es abschneiden. Bewegen. Bewegen wir das mal. Ist das denn was? Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Der Lootgeier schlägt auch wieder zu. Wir kennen's. Warte mal, war das gerade? Ich glaube, wir haben es falsch gemacht, oder? Haben wir es falsch gemacht? Ja. Okay, das klappt so nicht. Ah, doch, ich habe die Idee. Ich habe eine Idee. Ui. Wir sollten da weggehen, würde ich gerade sagen. Und keine Ahnung. Warum? Wie kann das sein? Also jetzt mal ernsthaft. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Die
wie das alles passieren kann, dass das da explodiert, in Flammen aufgeht. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Okay. Betreten Sie das Tal. Wir suchen mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas rumfliegt. Dahinter ist noch was. Okay. War gerade ein Zeichen zum Untersuchen. Ach nee, das war unser Haken unten. Okay. Müssen wir jetzt lang. Und da kamen wir, also müssen wir wohl hier lang. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Hat sie sich von Nate abgeguckt. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. So, nach dem Motto, Nate, wie macht man am besten eine Ruine? Versuchen wir kaputt. Oh, du hast einfach Gegner, ne? Hangelt sich da rum und dann der Rest passiert von selber. Kannst du mal tauchen? Das ist jetzt ziemlich doof, wenn du nicht tauchst, Lara. Herzchen. Ah, okay. Oh, falsche Taste gedrückt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Also schade, dass man Strecken tauchen muss, dass man sich nicht umgucken kann, sondern dass die einzige Challenge ist, zur nächsten Oberfläche zu kommen. Aber wir sind im Tal angekommen. Im Geothermales Tal. Oh Gott, ich habe statt Geothermal Geothermales gelesen. Oh mein Gott. Peinlich. Ich entschuldige mich für diese Peinlichkeit. Eieiei. Eieiei. Ruckelt zwar, ich weiß auch nicht, warum es ab und zu ein bisschen ruckelt. Oh, guck mal, 5 Pfeile ist sehr nice. Können wir gut gebrauchen. Sonst sehe ich hier aber nichts mehr, was wir mitnehmen können. Okay. Wir merken, die Lagerfeuer werden weniger im Moment. Also sind wir voll in der Hauptstory drin. Was war das da für ein Schatten? Was ist unser Eigen? Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Ja, natürlich kommt Jacob Warte. An.
Oh. Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophie, es ist vorsichtig. An Ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist eine Freundin. Auf mein Wort. Hier wird nichts geschehen. Ja, danke sehr. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt. Auf Jacobs Nacken wird uns nichts passieren. Sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Das ist aber nice da. Es gibt viel zu tun. Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich verstehe nicht, warum die Synchro manchmal so leise ist. Das kann einfach nicht sein. Untersuchen wir den Kerl. Nice, MP-Komponente. Und dann 3 von 4. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Weiß nicht, was wir jetzt so herstellen sollen. Ja. Die Spartakus? Wir schicken die Familie nach unten in die Katakomben. Aber wir müssen den Feind. Spartakus, wovon jetzt? Okay. Sophias Krieger haben schon gegen die Eindringlinge gekämpft. Sie sind offenbar. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein. Aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Wow. Ausgerüstet. Ja, aber wir kennen das Tal. Wir nutzen die Ruinen und den Wald zu unserem Vorteil. Ich bete, dass du recht hast. Ah, wir müssen da runter. Warum? Sie haben Helikopter. Wir sollten damit rechnen, dass sie aus der Luft kommen. Das sind die Sowjets auch. Dann bleiben wir unter den Bäumen. Was sie nicht sehen können, können sie nicht treffen. Okay, die machen ja ihren Sachplan. Egal wo wir kämpfen. Wir kennen dieses Land besser als sie es je werden. Vergiss das nicht. Weiß nicht, warum es jetzt wieder so ein bisschen ruckelig ist. Ach, von der Serie Sparta, aber ich glaube, die habe ich nicht gesehen, gar nicht. Nice, wir können wieder hier super Sachen sammeln. Holz ist voll. Jacob hat gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Habt ihr von da oben was sehen? Nein, ich versuche den Ausguck zu machen. Okay, wir können mit ihm reden. Sollten sie weiter nach unten ins Dorf gehen? Ich weiß, sie wollen helfen. Aber ich muss hier fertig werden. Armeen brauchen Verpflegung ebenso wie Waffen. Dann lasse ich sie mal in Ruhe. Bevor wir hier fertig sind, gehen mir die Nägel aus. Das ist manchmal so leise, ich verstehe es nicht. Kann der Schmied nicht noch welche machen? Ich brauche da ist so ein Buch. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt.
voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Okay. Oh, in, was in den, wir wussten den Hühnerkäfig. Ich möchte eigentlich weiter falten. Oh. Das hat keiner gesehen. Oh, hallo. Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Ich denke, ich kann noch 4, vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir neues. Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Es muss noch mehr geben. Die Sowjets haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude 2 Tage lang durchkämmt. Das ist das letzte Benzin. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Sprit aus. Sie sind Jacobs Gast. Ja, wenn Sie jetzt essen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Das eine. Jacob hat erzählt, dass Sie ihn aus dem Lager gerettet haben. Hey! Es war eher gegenseitig. Was? Na, wie dem auch sei, wir sind Ihnen dankbar. Wir können jedes Paar Hände gebrauchen, wenn Sie helfen wollen. Aber wir sind keine Besucher gewohnt. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Also irgendwie finde ich das ein bisschen seltsam, ne? Ich möchte hier helfen, aber das weiß ich nicht. Machen wir das, was wir immer machen. Nice. Gewehr freigeschaltet. Ich weiß es nicht. Wo könnte... Oh, hallo. Wir wissen, was hier zu tun ist. Wir haben das erwartet. Hallo. Hm? Oh, Mist. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Okay. Sie sind keiner von den Eindringlingen. Was bringt Sie ins Tal? Tut mir leid, ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Ich muss den Generator reparieren, damit wir die anderen Siedlungen belachten. Okay, also wir können da im Moment gar nichts anscheinend machen, weiß ich nicht. Da ist was, wir machen können. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Oh, nice. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Endlich. Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, dann sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Machen wir. Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Wow, ein Hirschfell fehlt uns noch. Das holen wir dann mal eben und dann haben wir die Aufgabe auch schon erledigt. Weißt du nicht, wo sie sein soll? Hier unten vielleicht. Lara, du
mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, schauen wir mal, was wir hier noch klauen können, sagen wir mal eher. Na, guck mal, ein paar Pfeile für uns. Und irgendwo muss noch hier auch ein bisschen wild sein. Da laufen Leute rum. Aber sind das jetzt... Hast du ein bisschen Angst, dass wenn wir das jetzt machen, dass wir nicht die Sachen verstärken? Guck mal, da ist ein... Eine Höhle. Ach, einen Moment. Komm, haut doch nicht ab. Habt ihr es gesehen? Ich sehe sie nicht mehr. Sollen wir die komische Hülle noch gehen? Und ich jetzt nochmal wiederfinde. Es ruckelt ein bisschen was. Ich weiß nicht, warum das hier so sprudelt. Ich denke mal, da ist irgendwas, aber irgendwie. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Sehr schön. Hat sich der Umweg ja mega gelohnt. Nämlich fast gar nicht. Ich habe gehofft, hier ist ein Wolf drin, der ein Reh gerissen hat. Es kam im Chat der gute Hinweis, ich solle doch auf einen Berg gehen. Eine Erhöhung, sagen wir es mal so. Hier sehe ich einfach keine Rehe mehr. Und hier ruckelt es überall so leicht. Da ist das Reh. Weiß nicht warum. Hä? Hier ist ein Reh.
Wo ist das hin? Das ist nicht so nice. Uah. Komm her. Oh, wie viel hält der aus? Und tot. Alter Falter. Warum hält er so viel? Wie viel Schüsse hat er bitte ausgehalten? Der hält mehr aus als jeder Gegner. Als ob. Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was? Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Wo sind wir? Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Ich weiß nicht, wo gestorben sind, kommen sie, aber egal. Ich hoffe, wir brauchen das Rätzeug. Eins von vier Drohnen erledigt. Haben Sie vor, noch mehr von den Dingern abzuschießen? Ich ja, arbeite noch daran. Aber ja. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Das tun wir. Und jetzt müssen wir noch weiter unsere Aufgaben machen.